Unser Abendgebet steige auf zu dir, Herr, und es senke sich auf uns herab dein Erbarmen. Dein ist der Tag und dein ist die Nacht. Lass, wenn es Tagesschein vergeht, das Licht deiner Wahrheit uns leuchten. Geleite uns zur Ruhe der Nacht und vollende dein Werk an uns in Ewigkeit. Amen. Herzlich willkommen zu unserem Abendgebet, fast am Ende eines wieder sehr sonnigen Tages. Schön, dass Sie hier in der Kirche sind und dass Sie uns aus den Häusern des Johannesstiftes zuhören und zuschauen können. Mein Name ist Jutta Böhnemann-Hirse. Ich bin Diakonin im Ältestenamt der Schwestern und Brüderschaft hier im Johannesstift. Und an der Orgel begleitet uns heute Abend Herr Reichert. Sie haben alle das Liederbuch Lieder zwischen Himmel und Erde, aber auch in diesem Buch finden wir das uns altvertraute Lied Abendwart, bald kommt die Nacht. Dort steht es unter der Nummer 450. Ich habe gestern Abend von Herrn Lindner, dem Stiftskantor, gelernt, dass Sie summen dürfen. Dass Sie nicht singen, aber dass Sie mitsummen dürfen, wenn Sie die Melodie hören. Herr Reichert wird viermal die Melodie für uns spielen, also die Strophen 1 bis 4, 450, Abendwart, bald kommt die Nacht. Gottes Verhältnis beschrieben wird. Sie lassen eine innige Beziehung
Beziehung zu Gott spüren, die sich in den Höhen und Tiefen des Lebens als verletzlich, tröstlich und auch tragfähig erwiesen hat. Unwillkürlich wird man angeregt, sich selbst zu fragen, was hat eigentlich meine Gottesbeziehung geprägt? Und welcher Name, welches Bild könnte dafür stehen? Ich lese einige Verse aus dem Psalm 71. Herr, ich traue auf dich. Lass mich nimmermehr zuschanden werden. Errette mich durch deine Gerechtigkeit und hilf mir heraus. Neige deine Ohren zu mir und hilf mir. Sei mir ein starker Hort, dahin ich immer fliehen kann. Der du zugesagt hast, mir zu helfen, denn du bist mein Fels und meine Burg. Du bist meine Zuversicht, Herr mein Gott, meine Hoffnung von meiner Jugend an. Auf dich habe ich mich verlassen vom Mutterleib an. Du hast mich aus meiner Mutterleib gezogen. Dich rühme ich immer da. Ich gehe einher in der Kraft Gottes des Herrn. Ich preise deine Gerechtigkeit allein. Gott, du hast mich von Jugend auf gelehrt und noch jetzt verkündige ich deine Wunder. Auch verlass mich nicht, Gott, im Alter, wenn ich grau werde, bis ich deine Macht verkündige Kindeskindern und deine Kraft allen, die noch kommen sollen. Gott, deine Gerechtigkeit reicht bis zum Himmel, wenn du große Dinge tust. Gott, wer ist dir gleich? Du lässest mich erfahren viel Angst und Not und machst mich wieder lebendig und holst mich wieder herauf aus den Tiefen der Erde. Die Vielfalt dieses Textes zeigt, die Sprache kann das, was Gott ist, nicht in einem einzigen Bild oder einem Wort erfassen und festschreiben. Darum entstand im Judentum der Brauch, den Eigennamen Gottes nicht mehr auszusprechen und stattdessen Ersatzworte, Liebesnamen zu wählen, die etwas ausdrücken von der Beziehung, die wir Glaubenden zu Gott haben. In der Übersetzung der Bibel in gerechter Sprache heißt es im ersten Vers vom Psalm 71, bei dir, Lebendige, habe ich mich geborgen. Ich finde, die Lebendige, das klingt passend in einem Lied, in dem Gott mit einer Hebamme verglichen wird und das von der bergenden, schützenden, befreienden, tröstenden und auch belebenden Kraft singt, mit der Gott uns Menschen von Mutterleib an begleitet. Für manche mag hinter der Lebendigen auch die Energie des Lebens selbst zu spüren sein. Vielleicht fallen Ihnen Bilder von Kindern ein. Mir fällt eine meiner Enkelin ein. Die quirlige Lebendigkeit einer Vierjährigen, die ungeteilte Freude, das glucksende Lachen, aber auch ihr ungebremster Zorn und ihr tiefer Schmerz, mit dem sie auf das, was sie erlebt hat, reagieren kann. Lebendig. Die Lebendige, das ist aber auch ein Sehnsuchtswort, das hineinsprechen kann in die Zeiten unseres Lebens, in denen uns der Zugang zu Gott, zum Grund aller meiner Lebendigkeit verstellt ist. Situationen, in denen ich gescheitert bin, in denen ich mich ohnmächtig und ausgeliefert fühle,
und solche, in denen ich schwer zu tragen habe, an der Trauer um Menschen, die mir wichtig waren. In solchen Zeiten Psalmworte nachzusprechen und zu beten, das kann eine große Hilfe sein. Denn sie erlauben mir auszusprechen, was in mir ist. Sie leihen mir oft Worte für Unaussprechliches, für meine Trauer, meinen Schmerz, meinen Zorn. Und sie schaffen Raum, auch für so dunkle Gefühle wie Rache und Hass, und befreien mich dadurch von ihrer zerstörerischen Wirkung. In dem Psalm heißt es weiter, ich gehe einher in der Kraft Gottes. In der Übersetzung der Bibel in gerechter Sprache heißt es, ich will eintreten in den Machtbereich der Lebendigen. Göttliche Kraft, das hat etwas zu tun mit der lebendig machenden Energie, die sich immer dann ausbreitet, wenn unsere tiefsten Sehnsüchte erfüllt werden, wenn wir uns gesehen und gehört, gewürdigt und geachtet fühlen. Wenn Menschen uns etwas von der Güte und Barmherzigkeit Gottes ins Leben hineintragen, den Kraftstrom der Lebendigen, den Kraftstrom Gottes, den kann ich spüren, wenn ich erlebe, dass ein Starker auf einen Schwachen Rücksicht nimmt. Wenn ich merke, dass sich jemand in einem Streit um Verstehen bemüht. Wenn ich höre, dass sich eine Kirchengemeinde für eine junge Kurdin einsetzt, die abgeschoben werden soll. Natürlich gibt es auch Tage, an denen ich blind bin für die Zeichen der Güte Gottes. Wenn ich verzweifle an dem Leid, der Gewalt, dem Hunger und der Not in der Welt, dann ist es nicht so einfach zu sagen, ich gehe einher in die Kraft Gottes. Aber biblische Zeugen und Zeuginnen des Glaubens können mich darauf hinweisen, dass es keine Frage des Wollens ist, sondern immer wieder Gnade. Und diese Gnade liegt in Gottes Hand. Und ich kann darum bitten und ich kann mich danach ausstrecken. Wie kann ich das tun? Indem ich vorbehaltlos und uneingeschränkt vor Gott ausschütte, was mich belastet und bedrängt, so wie es auch im Psalm 71 in Vers 20 beschrieben ist. Du lässt mich erfahren viel Angst und Not und machst mich wieder lebendig und holst mich wieder herauf aus den Tiefen der Erde. Darauf dürfen wir vertrauen. Amen. Wir dürfen uns ausstrecken. Es gibt ein Lied in dem Gesangbuch unter der Nummer 194. Wir strecken uns nach dir. Drei Strophen, die Herr Reichert uns begleitet. Und auch wenn wir es nicht wirklich tun können, vielleicht können wir es innerlich uns ausstrecken. Thank you.
Lebendiger Gott, Schöpfer und Bewahrer dieser Welt, begleite uns in Zeiten des Wandels. Hilf uns, Dunkelheiten des Lebens zu überwinden. Schenke uns, was wir zum Leben brauchen. Lass uns immer wieder Heilung erfahren, das Staunen nie verlernen, damit wir erblühen können, wie eine Seerose am Morgen, und damit wir immer wieder Zeugnis ablegen von dir. Gott, in der Stille bringen wir vor dich, was uns sonst noch bewegt. Wir sprechen gemeinsam. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Und so lasst uns in diesen Abend und in diese Nacht unter dem Segen Gottes gehen. Gott segne uns und behüte uns. Gott lasse sein Licht leuchten über uns und mache uns heil. Keinen Tag soll es geben, an dem wir sagen müssen, niemand ist da, der uns hält. Amen. Thank you.
begleitet von diesen Klängen, wünsche ich Ihnen ein gutes Nachhausekommen, einen schönen Abend und eine wohlbehütete Nacht.